bei der Steinger Urs, arbeite bei der Alfred Müller AG und gebe ihnen Tipps über Bodendecker schneiden. Bodendecker schneidet man, damit es ungehindert im Frühling wachsen könnte. Der erste Schritt ist, man schaut, was hat man für Bodendecker, wie gross sind sie. Je nachdem setzt man den Schnitt an. Also die Bodendecker tut man oben durchschneiden und auf der Seite, so dass noch grün bleibt. Wichtig ist, dass nach dem Schnitt all die abgeschnittenen Ästchen zusammennimmt, dass keine faulen Ästchen darauf liegen. Zudem sollte man beachten, dass man, wenn es Laub auf dem Bodendecker hat, dass man die wegnimmt vor dem Wintereinbruch. So kann der Bodendecker wieder super schön wachsen im Frühling und hat keine Behinderung durch die Ästchen oder so, die rumliegen.